Die Geschichte des VW Passat begann bereits vor 30 Jahren. Inzwischen ist der Wolfsburger in seiner 7. Generation angekommen. Mit insgesamt 15 Millionen verkauften Autos kann man ohne Übertreibung von einem Bestseller sprechen. Getreu dem eigenen Anspruch, dass der aktuelle Passat für die Kunden ein vertrauter Partner sein soll, übte sich die VW-Designabteilung in Zurückhaltung. Obwohl nahezu jedes Blechteil verändert wurde, sind die Maße und Proportionen gleich geblieben. Die auffälligsten optischen Neuerungen dürften die Frontpartie im neuen VW-Design und die hinteren Lichtblöcke sein. Unter dem Blech hat sich deutlich mehr getan. Beim neuen Passat halten erstmals Sicherheits- und Komforttechniken aus der Oberklasse ihren Einzug in die Mittelklasse. Zum Beispiel der radargestützte Front Assist. Fährt der Fahrer zu schnell an ein langsameres Auto heran, warnt das System, bevor es kritisch wird. Bleibt eine Reaktion aus, bremst der Assistent selbsttätig. Die City-Notbremsung kann bei niedrigen Geschwindigkeiten Auffahrunfälle vermeiden. Aus maximal Tempo 30 kann das System vor einem Hindernis bis zum Stillstand eigenständig abbremsen. Die Müdigkeitserkennung analysiert das Fahrverhalten und erkennt so, ob der Fahrer unaufmerksam ist. Lässt die Konzentration nach, erfolgt zuerst eine akustische Warnung. Bevor es gefährlich wird, leuchtet im Armaturenbrett eine Empfehlung auf, Pause zu machen. Der Parkassistent wurde im neuen Passat weiterentwickelt. Er kann den Wagen nicht nur in Parklücken am Straßenrand manövrieren, sondern hilft auch beim Ausparken. Außerdem findet er wie von Geisterhand den Weg in Parkboxen, die quer zur Fahrtrichtung liegen. Der Fahrer muss nur noch Gas geben und bremsen. In Deutschland werden 9 von 10 Passat als Variant ausgeliefert. Aus diesem Grund werden die Kunden diesmal nicht länger auf die Kombi-Variante warten müssen. Volkswagen stellt die Limousine und den Variant zeitgleich vor. Der Kunde hat die Wahl aus 10 verschiedenen Motoren von 105 bis 300 PS. Alle sind auf geringeren Spritverbrauch ausgelegt. Dank unter anderem der Bremsenergierückgewinnung benötigen sie zum Teil 18% weniger als im Vorgänger. Doch damit nicht genug, das gründlich weiterentwickelte Fahrwerk, die feinfühlige Lenkung und besonders die verbesserte Geräuschdämmung erwecken schon auf den ersten Metern den Eindruck, es mit einem Vertreter der nächsthöheren Klasse zu tun zu haben.